Moin Moin Seacrouds-Freunde, willkommen zurück bei uns hier auf dem Seacrouds-Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Das ist ja schon ein bisschen her, da ich euch das letzte Mal einen Replay auf unserem Kanal hier präsentiert habe. Diesmal ist es der Guildfeeder bei uns aus dem Seacrouds-Clan, der in den gewetteten Gefechten der Saison 10 auf der Karte Bergkette mit seiner Akizuki unterwegs war und doch ein sehr angenehmes, sehr spannendes, sehr lustiges Gefecht hatte. Schaut selbst vorbei. Ich spule euch die erste Zeit, die ersten Sekunden hier ein bisschen vor, damit wir schneller ins Gefecht kommen. Nebenbei gucken wir uns die Kapitäns- und Schiffsmodule an. Also Kapitänskills sind hier die präventive Maßnahme, die hier mit 45% besser ist anstatt minus 30%. Dann haben wir den Skill mit letzter Anstrengung, typischer DD-Skill. Dann haben wir den Experte der Überlebensfähigkeit, gibt mehr Trefferpunkte pro Tierstufe. Dann haben wir IFAE, mehr Durchschlagskraft, 30% mehr HE-Durchschlagskraft. Und dann den Tarnungsmeister, der das Schiff weniger schnell erkennbar macht, sozusagen. Also ihr skillt eure Erkennbarkeitsreichweite ein bisschen runter. Dann die Hauptbewaffnungsmodifikation 1, die Antriebsmodifikation 1, Zielsystem Modifikation 1 und dann Steuergetriebe Mod 2 für mehr Ruderstellzeit oder für weniger Ruderstellzeit, besser gesagt, geht schneller, somit, so wollte ich es eigentlich sagen. 20% spart ihr in der Zeit und dann gibt es die Tarnsystem Modifikation 1. Damit seid ihr dann nochmal weniger sichtbar und zusammen mit der Tarnung auf dem Schiff habt ihr dann um und bei 6 Kilometer Erkennbarkeit auf dem Dampfer. Ja, IFAE, ganz wichtig, 100mm Kanone. Ihr habt jetzt ja seit kurzem mit dem Patch 100mm, bei den 100mm Kanonen Viertel Pen, das heißt 25mm sind eben möglich zu penetrieren. Aber da könnt ihr dann mit IFAE halt auch bei Kreuzern und bei Schlachtschiffen nochmal ein bisschen mehr Eindruck machen. Und das werdet ihr sehen, wie wichtig das im Laufe des Gefechts ist. Er ist hier in A, seine Hauptgruppe orientiert sich zu C, die lassen ihn komplett alleine. Das hat war, glaube ich, auch so abgesprochen, so wie ich das im Chat gerade nebenbei noch nachvollziehen konnte. So, Team Rot capt schon B und es geht noch kein Schiff bei C auf. Jetzt ist die Frage, wo ist die Kagero? Ist die bei C, ist die bei A oder wo bewegt sie sich hin? Sie ist jetzt erstmal in B drin, aber wo fährt sie danach hin? Grünes Team hat schon zwei Caps und baut jetzt, fängt jetzt an, hier seinen Vorsprung so ein bisschen aufzubauen, weil Team Rot schon einen kleinen Rückstand hat hier. Das ist doch recht früh im Spiel, wo noch viel passieren kann, aber ja, keep cool and focus. Schmeißt er da raus. So, die Key, die hat da schon ordentlich gelitten bei dem Team Rot. Zwei Drittel der Energie schon verloren, das ist doch schon ein bisschen... Ja, ein Nachteil, ein bisschen ist gut, ein ganz schöner Nachteil für das rote Team, so früh schon ein Schiff zu haben, was so viel Energie verloren hat. So, er fährt hier raus aus A, orientiert sich in Richtung B, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Er ist entdeckt, das bedeutet, die Kagero hat ihn hier schon in der Nähe, das ist eben der Nachteil, er geht ja gut und gerne 500, 600 Meter früher auf als die Kagero. Und das hat die Cleveland dann auch gleich genutzt. Die hat die Mumpeln hier schon rausgeschmissen. AP-Granaten sind unterwegs. Die gehen aber alle daneben. Und da hinten tingelt eine Artago rum, die sich so ein bisschen am Berg vorschiebt. Jetzt nicht mehr. Er selber kann ohne Deck schießen, weil alle out of range sind für ihn. Das heißt, du gehst ja nur so weit auf, wie du schießt. Das ist also schon mal sehr, sehr angenehm. In dem Fall konnte er das einfach mal abdecken. Ist ja eh nichts passiert. Jetzt ist die Kagero wohl in A drin, würde ich schätzen. Muss hier zurückfahren. Jetzt ist er wieder entdeckt. Das heißt, die Kagero ist hier vorne schon irgendwo im Wasser unterwegs, im Cap-Kreis. Und da geht sie auf. Und jetzt heißt es hier... Ballerbooten, fratzige Baller, verteidigt, gleich erstmal resettet, ist gerade noch rechtzeitig in den Cap gekommen, damit der nicht an Rot verloren wird. Da kommen die Torps, das war zu erwarten und das erwartet er hier auch. Perfekt, gleich durch die Mitte durch, ist keine Überraschung in dem Sinne, hätte man cleverer machen können. Und da ist die Kagero komplett alleine, sie ist ja komplett alleine vorgefahren, die kann da nichts mehr machen, die Türme drehen so langsam, dass, bis die schießen kann, ist sie dreimal auf dem Meeresboden. Jetzt ist die Akizuki hier komplett ausgerichtet. Alle vier Türme A2-Rohre zielen jetzt auf die Kagero. Und dann ist doch nur noch eine Frage von Sekunden,
bis das Ding hier versenkt ist. Da ist das erste U-Boot im Spiel und wir haben erstes Blut. 12.000 Trefferpunkte haben wir schon mal und konnte sich jetzt hier auch ganz gut platzieren, weil Team Rot jetzt hier vollkommen offen in Richtung A hochfährt. Ja, Team Grün hat sich hier richtig gut verteilt. Er steht hier und hält die Flotte in Schach und macht jetzt hier ordentlich Sushi, auch wenn es eigentlich kalt gegessen wird, auf der Bismarck. Ja, jetzt fährt er vorwärts. Ich wollte gerade sagen, er bleibt nämlich ein bisschen stehen. Das kann fatal sein. Vor allen Dingen, weil man mit den beiden Türmen vorne und hinten genau die Mitte gut ausmachen kann, wenn man so schnell hintereinander schießt. Alle 3 Sekunden schmeißt er die Mumpeln raus. Und wieder ein Brand auf der Bismarck. Die könnte es gleich schon hinter sich haben. Der hatte ja eben gerade schon einen Brand drauf. Das müsste es schon gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht total vertue. Damage tickt immer noch. Und da ist das nächste Schiff, die Key. Die hat ja schon ordentlich gelitten. Wir hatten das eingangs gesehen. Und die Bismarck ist raus. Und die Key ist der nächste Dampfer, der hier ordentlich gepiekst wird mit 100 mm Schaschlikspießen. Angezündet. Na, viel an Damage bleibt da aber nicht immer so kleben. 1300, dann mal 700. Hier ist die Pence. 120 Pence. Sehr cool. Und da ist die Key dann auch schon Geschichte. Er muss jetzt hier raus aus dem Nebel wegen, weil die Atago in seinem Rücken vorgefahren ist. Aber er nimmt sie auch ganz offen mit der Atago auf. Das ist vielleicht ein Ticken mutig, wenn die einigermaßen sinnvoll zielt. Da kommen die Torpedos gut antizipiert hier, dass er aus dem Nebel rausgefahren ist. Gut vorgeahnt. Da kommen die Granaten, kommt die Antwort der Atago voll daneben. Genial. Hat er hier das gut mitgenommen sozusagen. Hat er und wieder verteidigt. A wird immer schön verteidigt. C tickt für Team Grün. Der steht schon bei 700 Punkten zu 260 Punkten. Und jetzt hat er hier mal ein bisschen schwereren Schaden eingesteckt. Also. Und der nächste Brand auf der Atago. Die Tirpitz tastet sich wohl in Richtung A rein, so wie das aussieht. Da schickt er seine 4 Aale dann mal in diese Richtung. Jetzt eben der große Nachteil. Du hast nur einen Torpedowerfer auf diesem Dampfer. Dafür eben eine ganz schnelle Nachladezeit. Und ist jetzt erstmal zu. Aber das belässt er dabei nicht, sondern er reitet hier den Wahnsinn und sagt, er macht hier weiter. Er hat nur noch 6.500 Trefferpunkte, schießt aber weiter auf die Atago. Und an der Seite kommt die Bismarck raus. Die hat noch Sekundär. Und da ist das Sekundär vorher schon unterwegs. Torpedotreffer auf der Tirpitz. Genial, 2.472 Punkte noch. Jetzt heißt es Nebel für ihn. Und versuchen da irgendwie zu entkommen. Was macht er? Er schmeißt Nebel, verringert aber seine Fahrt nicht. Jetzt verringert er seine Fahrt und repariert. 1.700 Trefferpunkte noch. Und da kommt die Tirpitz raus. Und bietet sie als nächstes als Ziel an. Ist jetzt wieder zu. Aber er kann jetzt natürlich die Entdeckung auch seiner Verbündeten hier erfolgreich nutzen. Hat sich hier gut platziert, auch wenn er ein ganz schön Harakiri-Kommando war. 1.707 Trefferpunkte bleiben noch übrig. Das ist doch eine ganz krasse Geschichte, wie viel er jetzt hier schon verloren hat. Aber er fährt ja richtig. Er lebt noch und er macht ordentlich Schaden. Er ist bei 80.000 Punkte. Er hat schon 3 Schiffe, sicherlich auch mit Unterstützung des Teams rausgenommen. Aber das muss man trotzdem auch erstmal so offensiv machen. 5-mal verteidigt hat er schon und jetzt geht der Tier weiter mit dem Fratzengeballer auf der Tierpitz. Wenn der Team jetzt vernünftig fokussen würde, wäre die Tierpitz auch ganz schnell Geschichte hier. Da kommt Torps. Aber die treffen wohl nichts. Der Damage zählt immer weiter. Team Grün hat noch nicht ein einziges Schiff verloren. Dafür hat Team Rot schon 3 Stück verloren. Und unser Hauptprotagonist hier, Guildfeeder, trägt dazu noch einiges bei, dass der Damage noch weiter steigt und dass Team Rot hier keine Atempause hat. Guckt hier was mit den Torpedos, ob er da noch was machen kann. Schmeißt einfach mal Torpedos in Richtung A. C und B ist jetzt grün und A wurde jetzt dann erfolgreich abgegeben sozusagen, um Team Rot so ein bisschen am Leben zu erhalten. Man hat fast den Eindruck, dass das
quasi alles so geplant ist und nicht nur dem Zufall geschuldet. Jetzt hat Team Grün zwei Schiffe schon verloren. Das ist die Mogami gewesen, die sich da so ein bisschen offensiv alleine nach vorne gewagt hat. Das ist aber auch ein bisschen naiv. Wenn man dann so weit führt, dann neigen viele Leute doch dazu, dann einfach mal zu sagen, ich riskiere hier nochmal richtig was, und da dreht dann die Runde, was dann auch recht ungünstig ist meistens. Wollen sie vielleicht denken, sie haben zu wenig Schaden gemacht. So, die Tierpitz isoliert sich von seiner eigenen Truppe und jetzt greift er sich hier ein Herz und geht nochmal auf. Auch die Tierpitz ist sekundär geskillt. Oho. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Streuung groß genug ist. Wieder ein Treffer eingesteckt. Und da hat er dann ein bisschen auch abgestaubt, aber hat selber ja auch die ganze Zeit vorher schon ordentlich Schaden mit darauf gemacht. Also ein verdienter Kill meiner Meinung nach. Und jetzt gibt es noch die Cleveland, die Bismarck, die hier direkt in Reichweite sind, und die Attacken, die sich auf der anderen Seite alleine rumbewegt. Da gibt es wohl nicht mehr viel. Bei der Cleveland muss man aufpassen, die hat Radar. Müssen wir jetzt gucken, dass er da nicht zu nah, muss er aufpassen, dass er da nicht zu nah da rankommt. Oh, die Bismarck bewegt sich jetzt wohl in Richtung C. Die Cleveland orientiert sich wohl eher in Richtung Gegner, also sichtbare Gegner in Richtung B. Und da heißt jetzt mal ein paar Torpedos ins Wasser stecken. Torpedo, Reload Booster schmeißt er da auch gleich mit rein. Und der Motorbooster ist jetzt auch durch. So. Oh, 8,5 Kilometer, er ist mitten in einem Radarreichweite von der Cleveland. Wenn er jetzt aufgeht, ist er Geschichte. Wenn die Bismarck das einigermaßen clever anstellt. Da muss nur eine AP-Granate einigermaßen in der Nähe des Schiffes ins Wasser tauchen und schon hat er einiges an Schaden kassiert. Und jetzt schmeißt er den Nebel erst, wartet aber darauf, dass die Cleveland abläuft. Die ist jetzt schon raus aus den 10 Kilometern und hat dann auch noch zwei Torpedotreffer Großkaliber gedroppt für die Bismarck. Ihn ist hier nicht, er ist hier gar nicht mehr aufzuhalten. Die Cleveland, die orientiert sich gar nicht in seine Richtung. Das sieht ganz gut aus für ihn. ...140.000 in einem gewerteten Gefecht. Für, 960 Punkte stehen hier schon zu Buche. Jetzt heißt es noch schnell weiter ein bisschen Schaden machen, damit wir hier vielleicht dann doch noch den Kill auch auf der Bismarck bekommen und nicht auf dem anderen Schiff. Ganz hervorragend. Super gemacht. 143.000 Schaden, fast 144.000 Krake, Großkaliber und First Blood ist hier gedroppt. Torpedotreffer, jede Menge Mumpeln, 436 Hauptgeschütztreffer. Ganz ordentliche Nummer. Und das widerspiegelt auch die Tabelle. Wir haben hier 2600 Base XP aufgerundet. Und das ist quasi ein Vorsprung von fast auf das Doppelte zum zweiten Platz. Was echt berauschend ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand diese Runde extrem cool gemacht. Einfach super abgeklärt und auch Eier in der Hose. Ja, da nochmal weiter zu ballern bei knapp 1100 Strukturpunkten, das ist auf dem DD eben nicht viel. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Runde, war kurzweilig für euch. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen über ein Abo, über einen Daumen nach oben. Empfehlt uns gerne weiter und wir hören uns dann einfach beim nächsten Video, bei der nächsten Flaschenpost hier auf dem Seacross-Kanal auf YouTube. Haut rein, bis denn, euer Seacross-Team, euer Maracha. Ciao.